Eine Sippert, die ist schön, eine Sippert, die ist lustig, eine Sippert, die ist toll. Na na na, na na na, eine Sippert, die ist toll, eine Sippert, die ist schön, eine Sippert. Entschuldigung. Natürlich, willkommen zurück in unserem Survival Game My Island. Ja, wir schippern gerade an den schönen Inseln hier vorbei, wo nur Bäumchen größtenteils sind. Denn wir sind mit Bogen ausgestattet, wir sind mit Spitzhacke, mit Axt ausgerüstet, wir haben Heilsachen, wir haben den Save the Game Button. Und, nein! Was ist das denn schon wieder? Alter! Nein! Was soll der Kack? Ich bin auf dem Boot. Alter, das kotzt mich so an. Alter, was? Warum? Kann der sich hier nicht festhalten automatisch oder was? Was ist das so für ein Humbug? Und ich gebe gar kein Gas. Das ist tatsächlich gerade der Wind, wie ihr seht. Also unser Segel. Das ist ja voll in Arbeit. Wir kommen nämlich da hinten zum Land. Das ist ganz, 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 ganz krass weit weg anscheinend. Und deswegen wird der Seegang, glaube ich, auch schon rauer. Weil man nämlich hier mehr auf offenerem Meer ist, anstatt vor Schutz eben halt bei den Inseln. Da ist es ja ein bisschen ruhiger, bekanntlich. Glaube ich, im echten Leben auch so. Und ich sehe die Wellengänge schon und ich will nicht ausprobieren zu hüpfen. Wenn ich hüpfe, falle ich. Hundertprozentig vom Boot. Hundertprozentig. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich will aber nach da ganz hinten zur Insel. Ich will das Abenteuer meines Lebens beschreiten und sowas halt. Ne? Ja. Irgendwie sowas halt. Und deswegen wollen wir nach da ganz hinten. Das dauert auch ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm oder so. Nein, nein, das ist echt cool. Ja. So, gucken wir mal. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Was ist, wenn ich Gas gebe? Werde ich dann schneller? Nein. Der übernimmt dann nicht mehr die Fahrt. Dann muss ich selber fahren. Okay. Okay, ich will nach da ganz hinten. Was ist das? Das sieht doch komisch aus, oder? Als wenn da irgendwas Großes ist, was da unter Wasser irgendwas verursacht. Boah, das ist gruselig. So, eine Seefahrt, die ist schön. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön und toll und gefährlich und abenteuerlich. Ich habe ja gar keine Angst. Okay, ich sehe Bäume. Ich sehe viele Bäume. Ich sehe irgendwas Dunkles da am Strand. Bis jetzt aber nichts, was sich bewegt, wenn ich das richtig sehe. Das ist nur Schatten. Achso, es wurde nur kurz dunkel. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Schön? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Erstmal speichern. Save the game! Hohoho, ich bin nicht doof. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Das ist so eine Insel mit einer Kugel drin. Eine Insel mit einer Kugel drin. Eine Insel mit einer Kugel drin. Da könnte hier irgendwie so reingeraten sein. Nee, Quatsch. Die Kugel ist ja in die andere Richtung. Was ich da wieder reden, ey. Ich sehe da. Aha. In
400 Metern. Wir sind irgendwo hier. Wir sind, glaube ich, hier irgendwo, ja. Nee, sind wir auch nicht. Hä? Wenn ich da hingucke, ist auf einmal... Was? Das ist doch die eine und dieselbe Linie. Was? Was? Nein, ist es nicht. Wir sind auf dieser Linie. Diese Achse ist die Achse, wie wir gerade nach vorne gucken. Also ist diese Achse die hier. Nein, die. Nein? Es ist immer noch die. Wir sind irgendwo hier, keine Ahnung. Das ist creepy. Das ist wirklich sehr seltsam. Also ich weiß nicht genau. Meine Super. Wir setzen einfach mal einen Punkt und zwar wollen wir Secret World Discord. Yes, we cannot fast travel. Dahin düsen wir jetzt. Komme, was wolle, wir werden jetzt einfach per Punkt hindüsen. Ich habe keine Ahnung, wo, wie wir dann... Der ist einfach so gespawnt. Frische, die aus dem Nichts spawnen. Das mag ich nicht. Nein, da will ich dann nicht hin. Nein, nein. Ich traue keinen Fröschen, die mehr, die fast so groß sind wie ich. Das funktioniert schon nicht. Nein. Wir haben den Sattel, glaube ich, vergessen, ne? Da, jetzt ist auf einmal auf der Insel wieder mehr los, ne? Gerade erst auf die Karte geguckt, um zu entscheiden, dass man wegkommt und dann, zack, spawnt über alles. Aber die Inseln sind noch sehr spartanisch, ne? Also es ist nicht viel los. Da ist ein Koko, da ist ein Bär, die sich miteinander anscheinend verstehen und nicht gegenseitig angreifen. Findet ihr das auch seltsam? Findet ihr das auch so komisch? Also ich weiß nicht, ob ich wieder zurück nach Hause finden werde. Also es ist auch nicht schlimm, weil es kommen jetzt nur Folgen, wie ich jetzt ja auf Reisen bin. Weil das, glaube ich, für mich das Spannendste am Spiel ist, das Unbekannte halt, ne? Weil ich habe es geschafft, mich immer zu ernähren. Ich habe es geschafft, immer genug zu essen zu haben und so weiter. Das alles hatten wir ja jetzt. Jetzt heißt es, die Welt erkunden. Also müssen wir 12 Kilometer in die Richtung. Eine Sippert, die ist lustig, eine Sippert, die ist schön. Und das ist total langweilig. Aber unter diesem Punkt, der am nächsten... Ich denke, er ist am nächsten... Oh Gott, nein, wir sind da unten. Wir düsen dorthin. Wir düsen dorthin. Das ist 1000 Mal näher. Wir kommen nämlich gerade hier unten. Aus der Ecke. Hier. Da unten in der Ecke. Da unten links sind wir. Gerade erst da sind wir aufgetaucht. Ey, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. Seht ihr? Jetzt fahren wir nämlich tatsächlich in die richtige Richtung. Also wir konnten von unten links irgendwo. Ist irgendwo unten links ist. Und nicht auf der Karte verzeichnet da unser Gegend-Ding. Ding. Und ich will jetzt herausfinden, was diese Markierung mit Travel-Möglichkeit. Heißt das, wir können, sobald wir die Insel mal erreicht haben und das freigeschaltet irgendwie in irgendeiner Weise haben, dass wir da immer hinreisen können, ohne das Boot, also das Floß zu nutzen? Oder... ist es noch nicht in Betrieb und es macht gar keinen Sinn, reisen zu können schnell, weil wir irgendwie... Naja. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Unser Baubau. Egal, ob wir auf welcher Insel wir bauen, der Baubau kommt ja gar nicht mit. Das heißt, wir müssen auf der ersten Insel bleiben. Oder? Ich meine, kann ja nicht
Klappbutton oder so? Das sieht wieder ungemütlich aus. Oh, diese Wolken. Das sieht aus, als wenn die Wolken runterkommen, oder? Oh Gott, die Wolken kommen runter. Wir werden alle sterben. Die Wolken, sie drücken uns nieder. Jetzt verschwinden sie wieder nach oben. Was ist das denn für eine Animation? Habt ihr das gesehen, wie die richtig runterkamen und jetzt wieder hochgehen? Die ziehen nicht mit uns mit, die gehen hoch und runter. Das ist ja unheimlich. Okay, wir haben noch gute 2,5 Kilometer vor uns. Wir machen pro Sekunde so 2, 3 Meter, 4 Meter oder so. Keine Ahnung. Also das geht gerade wahnsinnig schnell. Mit ein bisschen Rückenwind wäre noch geiler, aber das können wir anscheinend nicht von irgendjemandem hier erwarten. Oh, das sieht so geil aus. Diese Farben. Oh. Allein dafür hat sich das Spiel schon gelohnt, ne? Für diese Sonne, für diesen... Oh, diese Einfärbung hier ins Gelb-Orangene, ne? Und in das Rot und... Oh, das ist so geil. Ich glaube, wir werden aber, wenn wir ankommen, wird wahrscheinlich komplett dunkel sein. Das Wasser verfärbt. Oh Gott, ist das geil. Oh, ist das so. Das ist doch der Hammer, oder? Oh Gott, ey. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist gespeichert. Okay, 500 Meter haben wir alleine, während wir jetzt das... Oh, guckt euch die Sterne da an. Hier sind ganz kleine Punkte da. Das sind Sterne. Da! Ganz viele Sterne. Oh, ist das geil. Oh. Ich glaube, dieses Spiel ist eigentlich nur, um die Aussicht zu genießen. Nicht um irgendwie survival-technisch irgendwie zu spielen oder so. Alleine dafür wäre das Spiel schon lohnenswert. Also... Es ist schon geil. Oh, geil. Oh, ja. Noch geiler. Aber mal ernsthaft, sieht doch geil aus, oder nicht? Wie sie ganz langsam so runtergeht und jetzt irgendwie immer schneller. Das haben sie aber nicht so gut gemacht. Ey, warte noch mit der Untergang hier. Ich muss da noch über den Kilometer. Warte! Geil! Direkt mal ein Screenshot von machen. Oh, immer noch über 9 Kilometer. Warte noch, warte noch. Ja, oben bleiben, oben bleiben. Ja, 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 ja. Schön oben bleiben, Sonne. Schön oben bleiben. Ich brauche noch ein bisschen Licht von dir. Ich brauche noch ein bisschen Licht. Ja, ja. Noch einen guten Kilometer, bitte. 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 Also hier kann man auf dem Wasser kann man auch Stunden, Jahre und Monate verbringen, ohne irgendeine Insel anscheinend zu erreichen. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Wir sind, glaube ich, fast die ganze Folge schon unterwegs. Keine Ahnung, 8 Minuten oder so? Und ich gebe schon Fullspeed, also sozusagen, ne? Also schneller geht nicht. Oh, und 1 Kilometer. Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. Ja? Schön oben bleiben, Sonne. Diese Einfärbung ist doch der Hammer. Nein! 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 Hättest du nicht noch warten können? Nein, es ist so dunkel. Oh Gott. Okay, wir haben noch 700 Meter. Es scheint, als wäre dieser komische Klops da an... Was auch immer da so das Ziel. Oben sind auch Bäume, so wie es aussieht. Sieht zumindest danach aus. Oh Gott, ist das, ey, das könnte man auch direkt malen, ne? So ein geiles Zeug hier. Oh, herrlich. Ist das da eine Treppe oder so? Das sieht irgendwie komisch aus. Da muss ich gleich mal gucken gehen. Wir müssen aber auch wegen Haie und allen dran aufpassen, aber das sieht aus, als wenn wir gar nicht da hochkämen.
Wie soll man denn da dann als Reisepunkt den irgendwie, ich weiß nicht, freischalten oder irgendwie was? Ich guck noch mal auf die Map. Ja doch, wir kommen auf den zu. Also das ist die Insel, glaube ich. Ah, wie kommt man da hoch? Oder ist das da unten nur? Und oben ist Deko. Da unten ist auf jeden Fall auch was. Scheint auch irgendwas zu sein, so ein Felsvorsprung oder so. Aber ich sehe nichts. Gar nichts. Und ich muss schon wieder was essen. Also im Spiel, nicht in echt. In echt könnte ich auch die ganze Zeit immer wieder mal was essen, aber das kommt der Figur nicht gut. So, wir müssen jetzt mal was Wichtiges essen. Das heißt, wir wechseln mal das beides. Indem wir. Das. Das. Ja, komm schon. So. Jetzt futtern wir. Kram. Lecker. So super. Ey, ganze Portion hier nur Austern gerade weg. Zack. Und wieder was. Okay, dann tauschen wir wieder. Können wir gar nicht. Schon wieder drin gelassen. Ach, das ist so umständlich. Das Problem ist, wir sehen jetzt auch nichts. Wir sehen nicht, ob da irgendwie ein Feind irgendwo ist oder irgendwas Gefährliches ist. Oh ja, der Mond kommt. Der Mond ist da. Tralali, tralala. Das können wir wieder wegmachen. Ach komm, muss er nicht immer wieder hinziehen. Okay, das ist anscheinend tatsächlich. Warte mal, wir müssen jetzt mal dorthin gucken. Ist tatsächlich die Insel, ne? Ja. Ja. Hier irgendwo müssen wir was finden. Zum Freischalten. Irgendwo da. Wir werden das nochmal kurz ein bisschen langsam erkunden. Save the game, das ist eine gute Idee. Ich sehe nichts. Man siehe da, man siehe nichts. Man sieht echt nicht. Also, ich muss, glaube ich, mal meinen Bildschirm heller stellen oder irgendwie was. Irgendwas muss ich mal machen. Ich sehe überhaupt nichts. Doch, da bewegt sich. Nee, da bewegt sich nichts. Doch, da. Nein. Das sind nur die Palmen? Ich will jetzt nicht einfach raufhüpfen da und hoffen, dass man nicht stirbt oder sowas. Also, es ist. Kann man auf dem Boot eigentlich pennen? Weiß es nicht. Also können wir irgendwas bauen? Nein, wir können, glaube ich, nichts bauen, was zum Schlafen Möglichkeiten bietet. Ach, das ist doof. Wir speichern jetzt und gehen einfach rüber. Bogen, Axt, alles anlegen hier. Zack. So, wir legen an. Vielleicht schlafen ja die Tierchen auch. Wir sind, zurzeit sind hier aber auch nur Bäume.
wüsste also nicht, warum man hier auf dieser Insel rauf wollte. Wir werden noch mal ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter rum. Vielleicht gibt es ja noch einen Aufgang irgendwo hoch oder so. Also es ist ja, oben drauf sieht ja auf der Map, sieht ja grün aus. Also es ist nicht komplett Stein. Anscheinend. Womöglich. Weil für Holz brauche ich jetzt hier meine Zeit nicht verschwenden. Wenn ich jetzt meine Zeit hier verschwende mit der Insel, dann ist aber Ende mit dem Gelände hier. Also, das mache ich nicht mit. Ich weiß, ich sehe kaum was, aber irgendwann ist auch mal gut. Da sind doch Bäume drauf. Wie kommt man auf diese Insel rauf? Man kann doch nicht einfach hier da hochlaufen. So, das gibt's nicht. Oh, der Wellengang ist stärker. Wir sind jetzt fast rum, glaube ich. Ist doch nicht möglich. Ja, hier sind die Splitterdinger. Hopp. Vielleicht ein Aufgang? Nach oben? Nee, es sah nur so aus. Sah nur danach aus, ist es aber nicht. Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Also jetzt sind wir hierher geschippert in der Hoffnung, dass man hier irgendwas machen kann. Und dann... Ja, jetzt habe ich einen Pfeil geschossen, weil ich auf der Map geklickt habe. Ja, danke! Toll! Der Pfeil ist wahrscheinlich auch noch weg. Verschwindigus, ne? Ja. Ja, so muss das sein, ne? Ja, ganz toll. Ja. War noch gegen die fucking Palme, ey. Ja. Das war die Insel. Es war sehr schön da oben. Es war toll. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nicht hinzufahren. Die nächste nähere Insel ist, glaube ich, diese da, die... Ist das ein Vulkan? Wir docken jetzt hier an, werden dann aber dann uns orientieren und dann weiter segeln irgendwo hin. Also das finde ich jetzt echt uncool. Oh, ist das schön. Ist das schön. Okay, ich hoffe jetzt, dass wir da ein kleines bisschen Grünfläche vielleicht gibt auf der Insel, dass wir vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was Interessantes entdecken, sammeln können oder jagen, was auch immer. Vielleicht mal einen Bären erlegen oder so. Haie habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Soll es aber auch geben. Oh, wir sind hier schon auf der Sandbank. Hier will ich aber noch nicht hin. Okay, hier können wir hin. Da gibt es zwei Krokodile? Drei Krokodile? Vier, fünf, sechs? Keine Ahnung, wie viele. Also, einer ist ja okay, aber nicht mehrere. Oh, wir sind hier auf mehrere Dünen schon drauf. Hui. Bin ich denn hier denn gelandet? Drei
Drei oder vier Stück sind das. Das sind viel zu viele für mich. Was soll ich die denn machen? Ich bin ja kein Ninja oder sowas. Drei Stück auf der Stelle. Vier. Da hinten ist noch eins. Eins, zwei, drei, vier. Nee, das mache ich doch nicht. Ne, meine ich. Okay, Dudey. Dann werden wir jetzt noch eine Folge dranhängen. Ich werde jetzt nicht überlänge machen. Wir werden jetzt noch eine Folge machen, wo wir... Oh, der Mond verschwindet wieder. Oh, herrlich. Schön. Perfektes Timing, um da gleich anzulegen. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.